Google, Oracle, Salesforce, Adobe, Microsoft und SAP. Was haben all diese Unternehmen gemeinsam? Nun, alles sind große Tech-Unternehmen im Softwarebereich mit einer gigantischen Marktkapitalisierung und kommen alle aus den USA. Alle? Bis auf eins. SAP ist das einzige deutsche Unternehmen im Reich der Software-Giganten, was dominiert wird von USA- und China-Unternehmen und als einziges Unternehmen hier ganz einsam die deutsche Fahne in die Höhe hebt. Und nicht nur das, sondern es gelingt SAP sogar erfolgreich in vielen Märkten mit Microsoft, Oracle und anderen US-Größen in Konkurrenz zu treten und in diesem schwierigen Markt sogar erfolgreich zu sein. Dabei wissen viele oftmals gar nicht, wie groß SAP wirklich ist. Hier mal im Vergleich die größten 10 börsennotierten Unternehmen aus Deutschland nach Marktkapitalisierung, also nach dem Unternehmenswert an der Börse. Und hier sieht man, SAP überstrahlt sie alle von der schieren Größe her. Man müsste schon Position 2 und 3, also Siemens und VW, zusammennehmen, um auf die gleiche Größe zu kommen, wie SAP sie hat. Oder man nimmt dann drei wie die Deutsche Post, BASF und Bayer, um eine ähnlich große Größe zu kommen. SAP ist auch das einzige deutsche Unternehmen mit einer größeren Marktkapitalisierung als 100 Milliarden Euro. Ich habe aber SAP heute nicht gekauft, weil es das größte Unternehmen in Deutschland ist und den größten Balken hier präsentiert. Nein, der wahre Grund, wieso ich das SAP heute tatsächlich gekauft habe, könnte dich sogar überraschen. Bleibe also bis zum Ende dran, wenn du den wirklich spannenden Grund erfahren willst. Auch etwas Schönes an SAP ist es, dass es trotz dieser Größe weiterhin ein Wachstumsunternehmen ist. Hier sieht man jetzt in Blau den Umsatz, der von 22 Milliarden im Jahr 2016 bis 27,5 Milliarden im Jahr 2019 kontinuierlich angestiegen ist. Und was man auch sieht, ist, dass der Nettogewinn tendenziell zwar auch ansteigend ist, im Jahr 2019 aber einen Rückschlag erlitten hat, liegt aber hier vor allem, weil es viele Einmaleffekte aufgrund von Übernahmen oder Restrukturierungsmaßnahmen gab. Auch 2020 konnte SAP bisher echt gut starten und hat sogar seine Gewinnprognose und seine Umsatzprognose erhöht. Das heißt, man ist hier auch nicht von der Corona-Pandemie betroffen, ist wahrscheinlich sogar eher ein Profiteur. Ich könnte mir sogar gut vorstellen, dass im dritten Quartal 2020 SAP die Erwartungen der Analysten ebenfalls übertreffen könnte, weil man entsprechende Kostensenkungsmaßnahmen eingeleitet hat. Ob ich recht liege, erfahren wir übrigens schon relativ bald, nämlich Montag nächste Woche. Am 26. Oktober werden nämlich die nächsten Zahlen dazu präsentiert. Ihr könnt mich dann auch übrigens gerne in den Kommentaren auslachen und über mich lustig machen, wenn ich komplett daneben liege. Auch etwas Schönes an SAP ist jedoch nicht nur, dass es das Wachstumspotenzial eines großen Tech-Unternehmens hat. Nein, zum anderen ist es auch so, dass man seit Jahren wachsende Dividenden auszahlt. Hier sieht man beispielsweise vom Jahr 2010 bis zum Jahr 2019 die Dividendenentwicklung. Und wenn man mal das Jahr 2011 ausklammert, dann sieht man eine kontinuierliche Steigung in der Dividendenauszahlung. Das Jahr 2011 übrigens ausklammern, weil hier eine Sonderdividende gezahlt wurde. Wenn man die jetzt mal rausnimmt, dann gab es in diesem Jahr auch 0,85 Euro je Aktie. Die Dividendenrendite ist zwar jetzt berechnet auf den Aktienkurs nicht besonders hoch mit aktuell etwa 1,25%, aber sie wird jährlich weiterhin steigen. Und seien wir mal ehrlich, wo bekommt ihr heute noch 1,25%? SAP ist zwar keine Bankeinlage, aber mit eins der sichersten Unternehmen in Deutschland. Und man kann sich im Grunde auch darauf verlassen, dass in Zukunft die Dividenden weiter wachsen werden. Wenn du also vor allem ein Dividendendepot aufbauen möchtest, dann lohnt sich ein Blick auf SAP unbedingt, denn sollte der Kurs vielleicht sogar noch ein bisschen weiter zurückgehen, wie die letzten Tage passiert, dann könnte es sich auch durchaus lohnen, hier in dein Dividendendepot ein bisschen SAP als Beimischung reinzunehmen. Denn, wie gesagt, in Deutschland ist SAP das einzige große Softwareunternehmen, das sich mit den Weltgrößen messen kann und auch eins der wenigen, wo regelmäßig Dividenden zahlt. Da gibt es ja eh allgemein nicht allzu viele Aktien, wo man sich als Dividendenanleger raussuchen kann.
Und vermutlich ist dein Dividendendepot eh schon relativ US-lastig. Denn die US-Unternehmen haben oftmals nochmal eine ganz andere Philosophie in Richtung Dividenden. Also zumindest die großen Dividendenzahler. Deswegen behalte den Blick auf SAP, auch wenn du ein Dividendendepot hast. Sehr viele von euch werden vermutlich genau wissen, was SAP macht, weil ihr beruflich damit zu tun habt. Die Personen, die es nicht tun, hier ein kurzer Überblick mit ein paar Fakten. SAP ist im Bereich der Unternehmenssoftware tätig. Das heißt, SAP stellt Unternehmenssoftware für die größten Unternehmen dar und hier kommt alles aus einer Hand. Man kann sich das so vorstellen, dass im Endeffekt jeder Prozess, der in einem Unternehmen notwendig wird, kann durch die Software von SAP abgebildet werden. Sei es Produktion, Logistik auch beispielsweise, aber auch sowas wie Finanzen, Marketing, Vertrieb. All das kann in der Unternehmenssoftware von SAP abgebildet werden und das Unternehmen hat im Endeffekt nur noch eine große Unternehmenssoftware als Lösung im Einsatz. Zusätzlich ist man global aufgestellt, das heißt, es gibt im Grunde fast kein Land auf der Welt, wo nicht ein Unternehmen SAP nutzt. Hier sei übrigens dazu erwähnt, dass SAP vor allem im asiatischen und im nordamerikanischen und südamerikanischen Raum die letzten Jahre sehr, sehr stark gewachsen ist. Der Bereich Europa, Middle East und Afrika ist eher ein bisschen konservativer von den Wachstumsraten und ist da eher ein bisschen konstant. Aber auch dieser Bereich wächst weiterhin. Außerdem hat man Anwendungsmöglichkeiten komplett branchenunabhängig. Also es gibt wirklich typischerweise irgendwelche Industrieunternehmen, die SAP im Einsatz haben, das verarbeitende Gewerbe. Aber es gibt auch ganz viel Banken, Universitäten, sogar öffentliche Verwaltungen und Krankenhäuser, die ebenfalls SAP-Lösungen heute im Einsatz haben. Außerdem kommt es nicht auf die Größe an, denn SAP bietet auch für kleine, mittlere und Großkonzerne entsprechende Lösungen an. Wobei natürlich von den Großkonzernen der meiste Anteil für den Umsatz von SAP kommt. So, jetzt kommen wir aber dem Finale schon ein bisschen näher. Wie sieht es denn aktuell aus und was war denn jetzt tatsächlich der ausschlaggebende Grund für meine Investition heute? Nun, zum einen ist SAP günstiger bewertet als die US-Konkurrenzunternehmen, die ich eingangs mit aufgezählt habe. Das liegt auch einfach daran, dass die Aktionäre in den USA nun mal bevorzugt eher die Unternehmen vor Ort kaufen und der Blick so über den Tellerrand außerhalb den USA oftmals gar nicht so gegeben ist. Und da in den USA sowieso schon eine ein bisschen andere Börsenkultur herrscht, mit ganz anderen Summen sind die Unternehmen dort auch einfach etwas höher bewertet. Außerdem beweist SAP, dass man auch als deutsches Unternehmen durchaus die Zeichen der Zeit erkennen kann und die Trends nicht verschläft, wie Hust, Hust, Automobilunternehmen. So hat SAP rechtzeitig den Trend zur Cloud erkannt und dieser Bereich ist sogar jetzt innerhalb des Unternehmens der Bereich, der am stärksten wächst. Im zweiten Quartal 2020 waren das bereits ein starkes Umsatzwachstum von 21%. Die Leute, wo jetzt sich nichts unter dem Begriff Cloud vorstellen können, wie könnt ihr euch das so ein bisschen ja, vorstellen? Im Endeffekt ist es so, bis vor wenigen Jahren war es immer für die Unternehmen, wenn sie Unternehmenssoftware genutzt haben, umständlich, weil sie gleichzeitig irgendwo im Unternehmen auch große Serverräume mit aufbauen mussten, die dann extra abgesichert waren, extra Datensicherungen haben mussten, feuergeschützt und die wirklich sensibel waren für das ganze Unternehmen und auch sehr viel gekostet haben. Und das fällt jetzt mit der Cloud komplett weg. Das heißt, diese Unternehmen müssen nicht mehr diese Rechenzentren bei sich vor Ort haben, um die Unternehmenssoftware dort aufspielen zu können, sondern können in der Cloud, also in der Wolke, irgendwo dezentral in einem Serversystem, angeboten von SAP, ihre Daten und ihre Unternehmenssoftware laufen lassen. Was auch vor allem kurzfristig noch für Begeisterung sorgen könnte, ist im Übrigen der Börsengang von der Unternehmenstochter Qualtrics, die man vor wenigen Jahren erst zugekauft hatte. Das war im Jahr 2018 übrigens. Und aktuell ist in Gesprächen, dieses Unternehmen wieder in die Börse zu bringen. Hört sich auf den ersten Moment natürlich jetzt ein bisschen komisch an. Man hat vor 2 Jahren ein Unternehmen gekauft und will sie 2 Jahre später wieder an die Börse bringen. Rein finanziell könnte es sich aber durchaus lohnen, denn man hat Qualtrics 2018 für etwa 8 Milliarden US-Dollar gekauft und heute wird der Wert des Unternehmens
auf aktuell eher 14 Milliarden US-Dollar geschätzt. Das heißt, eine Unternehmenssteigerung von 6 Milliarden US-Dollar in nur 2 Jahren gar nicht schlecht. Wobei man dazu sagen muss, dass natürlich SAP trotz des Börsengangs weiterhin der Mehrheitsaktionär bei Qualtrics bleiben will und auch weiterhin das Unternehmen an sich selbst binden möchte. Denn Qualtrics ist in einem Bereich, der sehr, sehr stark wächst und soll so dann auch zum Umsatzwachstum und Gewinnwachstum von SAP auch weiterhin beitragen können. Und SAP ist hier übrigens auch komplett ohne Druck, den Börsengang jetzt irgendwie sofort übers Knie brechen zu müssen, denn man braucht das Cash jetzt nicht zwangsläufig sofort in der Bilanz. Man kann also eher auf den wirklichen perfekten Marktmoment warten, wo dann höhere Bewertungen möglich sind und spült sich dann nochmal ordentlich Geld in die eigene Tasche. Mit diesem Geld kann man dann wiederum in Zukunftsfelder investieren, wie beispielsweise künstliche Intelligenz und Internet of Things. Wobei ich hier ehrlicherweise SAP im Vergleich zu den anderen US-Größen deutlich weniger langfristig zutraue. SAP sehe ich hier eher so ein bisschen in der weichen, intelligenten Software und weniger in der wirklichen künstlichen Intelligenz, weil hier auch einfach von SAP-Seite viel zu wenig Forschung und Entwicklung betrieben wird. Jetzt beispielsweise im Vergleich zu Google. Aber was SAP möglich sein wird, ist eine, wie erwähnt, weiche Automatisierung entlang der ganzen Prozesskette in Unternehmen. Und jetzt kommt auch die schockierende Wahrheit, wieso ich in SAP investiert bin. Ich arbeite selbst in einem sehr erfolgreichen deutschen börsennotierten Unternehmen, das SAP im Einsatz hat. Und vor diesem Unternehmen war ich ebenfalls in einem sehr großen Unternehmen tätig, das ebenfalls SAP im Einsatz hatte. Und wisst ihr was? Wenn ich nur daran denke, wie viel Arbeit durch einen Tick mehr Automatisierungslösungen im System erreicht werden könnte, dann wird mir zum einen etwas mulmig, weil das heißt, dass zum einen sehr, sehr viele Arbeitsplätze dadurch wegfallen könnten. Und zum anderen bin ich begeistert, weil es einfach für die Unternehmenssteuerung unglaublich viel Potenzial für Entwicklung gibt. Wer sich zu dem Punkt KI und wie es sich auf die Unternehmensbereiche auswirken wird, ein spezielles Video noch sehen möchte, ich blende mal mein letztes Video dazu oben rechts ein. In diesem bin ich dann auch stärker auf Robotik und künstliche Intelligenz und welche Auswirkungen beide Bereiche haben, eingegangen. Wie auch immer man das nun jetzt sehen mag, voller Furcht oder eher Euphorie, vor allem viele deutsche Unternehmen sind meiner Erfahrung nach in der Automatisierung ihrer Büros noch sehr, sehr weit weg vom Optimum. Und da SAP vor allem in Deutschland extrem stark aufgestellt ist, ist SAP im Endeffekt meine Wette auf das Erkennen der Zeichen der Zeit in den deutschen Unternehmen und der deutschen Industrie und einem Modernisierungsschwung in den nächsten Jahren. Aber wenn ich Unrecht behalten sollte, nun, dann habe ich ja glücklicherweise noch andere Aktien im Depot. Zunächst aber nochmal kurz mein obligatorischer Screenshot auf den Zukauf von 8 SAP-Aktien, die ich jetzt im Depot habe, zu 125,40 € und dann das Depot. Wir sehen jetzt, wir haben 3 Aktien bei uns im Depot, ein Business-Software-Unternehmen mit SAP, eine Biotech-Aktie mit Illumina und ja, einem Konsumgüterhersteller im Endeffekt mit Xiaomi. Und was wir auch sehen, dass unser Depot ist rot in Summe mit aktuell 15,16 €. Aber das finde ich überhaupt nicht schlimm, im Gegenteil sogar, es freut mich, denn das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn man anfängt, sein Depot aufzubauen und dann fangen die Kurse an zu steigen, denn dann bekommt man die Aktien nicht so günstig, wie man das vorhat. Perfekt ist es so wie jetzt, wie die letzten Tage. Ich versuche jetzt mein Depot aufzubauen und die Kurse gehen in den Keller. Was für mich bedeutet, ich bekomme zukünftig Aktien noch günstiger und langfristig kann man an der Börse sowieso nichts falsch machen. Zumindest wenn man die Risiken streut. Auch nächste Woche werden wir dann wieder 1.000 € investieren. Abonniere also vorher den Kanal und schalte nächste Woche ein in Investitionsrunde Nummer 4 in diesem Depot. Vielen Dank. Ciao, dein JD.